Wir haben natürlich auch noch andere Produkte mit dem Portfolio, unter anderem Hefen. Unser Hefeprogramm begrenzt sich auf 6 verschiedene Hefen, von denen wir sagen, die sind ausreichend für eine sehr gute Weinproduktion, Hochqualitätsweine herzustellen. Und wir haben uns so aufgestellt, dass wir für jeden Weintyp eine Hefe haben. Wo kommen denn die Hefe bei euch her? Es ist so, bei unseren, wie schon gesagt, 6 angesprochenen Hefen sind es Stämme, die wir selber entwickelt haben bzw. selektioniert haben. Die sind unter anderem hier vom Kaiserstuhl, wo wir ansässig sind, aber auch zum Beispiel aus Südafrika oder aus dem Rheingau zum Beispiel. Und warum sind die Hefe anders? Wir haben uns so vorgenommen, dass wir ein spezielles Aromaspektrum haben, um einfach den Weintyp besonders zu betonen. Und wie werden die gemacht oder was ist da anders wie bei anderen Hefe? Die Herstellungsweise unterscheidet sich komplett zu anderen Hefeherstellern, die weltweit tätig sind. Es ist eine relativ einfachere Herstellung. Also es wird auf synthetische Zusatzstoffe oder sonstige Sachen, die nicht biozertifiziert sind, verzichtet. Und auf was muss ich da achten, wenn ich diese Hefe verwende? Eine große Frage ist immer beim Einsatz von der Hefe, von unseren Hefestämmen, ist, dass die bei der Aktivierung nicht schäumen. Das ist manchmal beim Hersteller oder beim Kellermeister, sorgt es für etwas Verwirrung. Und womit hängt das genau zusammen dann? Wir setzen zum Beispiel keine Emulgatoren zu. Das wird sonst eigentlich generell gemacht bei der Hefeherstellung. Und was ist dann da das Besondere dran an dieser Biohefe? Was macht die anders wie eine konventionelle? Für mich ist der große Vorteil, was ich auch schon bei zahlreichen Verkostungen mitbekommen habe, dass die Weine einfach langlebiger sind und dass man sie auch bei einfachen Weinen noch 3-4 Jahre später mit einem schönen Aroma verkosten kann. Das heißt, ich brauche im Keller, bei der Kellerwirtschaft, auf gar nichts Spezielles zu achten. Ich kann die ganz normal bei den Rebsorten einsetzen, wie ich es bisher auch gemacht habe. Ja. Und die vergären ganz normal trockene Weine. Richtig, ja. Das ist ja. Wir haben weltweit Erfahrung, weil wir auch weltweit unterwegs sind mit unseren Produkten, dass wir auch auf verschiedene Rebsorten anwendungstechnische Hinweise geben können. Also wir haben, ob es jetzt ein grüner Veltliner in Österreich ist oder ein Viognier in Frankreich oder sonst was, haben wir unsere Erfahrungen gemacht und können dem Kunden sagen, die Hefe passt genau für euch. Tom, wie ist es beim Aktivieren der Hefe? Auf was muss ich da achten oder was ist da anders? Der große Vorteil ist, man braucht eigentlich auf nicht viel zu achten. Die Temperatur ist relativ niedrig bei der Aktivierung von unseren Hefen, also zwischen 30 Grad ungefähr, ist absolut ausreichend. Wie ich schon vorher gesagt habe, Schaumbildung gibt es nicht und das steckt dahinter, dass wir einfach einen anderen Herstellungsprozess haben bei unseren Hefen. Das heißt, die Hefe wird schon bei der Herstellung nicht gestresst, das heißt, die kann danach dann auch schöner durchgehen und hat nicht die, sagen wir, anwendungstechnischen Probleme, die man manchmal mit anderen Weinhefen hat. Brauche ich da noch irgendwie Aktivierungsmittel, die ich zugebe bei der Hefe, gerade in den Hefeansatz? Das brauchen wir überhaupt nicht. Das ist nämlich unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir brauchen keine anderen Aktivierungsmedien oder sonstiges, die natürlich auch finanziell ins Gewicht fallen. Das kann man alles weglassen bei unseren Hefen. Ich habe immer ein Problem bei Rotweinen. Die letzten Jahre waren sehr heiß, mir hatte sehr hohe Alkoholgehalte. Wie verhält sich da mit Biohefe? Man hört ja oft, dass die irgendwie schwächer sind oder gerade mit höherer Alkoholgehalte Probleme kriege. Da muss man tatsächlich sagen, wir haben eine Hefe, die Rubino, die in einem Alkoholtoleranzbereich geht bis 17 Volumenprozent. Das haben wir jetzt dieses Jahr nicht erreicht. Aber ansonsten ist es auch eine Hefe, die man einsetzen kann für einen Gärneustart oder für hängengebliebene Gärungen. Die andere Hefe, wo noch im Portfolio sind, haben die irgendwelche besondere Features, wo ich die besonders einsetzen kann? Wir haben eine spezielle Hefe, die für einen Burgunderausbau gemacht ist, weil die einfach eine schöne Cremigkeit bringt. Das ist die Pinot Alba. Das gibt sehr runde, geschmackvolle, angenehme Burgunderweine dann. Und du hast gesagt, ihr habt hier was selektioniert vom Kaiserstuhl. Was ist da die Besonderheit? Das ist tatsächlich so, dass es von einem Kollegen, von einem Mitarbeiter von uns ist, der den in seinem eigenen Weinberg selektioniert hat.
Und was für Aromatik bringt die? Was ist da besonders dran? Das ist wie schon angesprochen, es gibt eine wunderschöne Cremigkeit und die Weine werden einfach sehr, sehr angenehm im Abgang dann auch